Amerika. Unterwegs nach Amerika, nach der neuen Welt. Ein wunderbares Abenteuer. Das gebe ich zu, für jemanden, der es freiwillig tut. Aber für mich bedeutet es Verbannung. Vor kurzem noch am Hof und jetzt in ein Land, wo es von Indianern und wilden Tieren nur so wimmelt. Zu allem Unglück an eine Frau gebunden, die ich nicht liebe. Eine Schande für einen Musketier des Königs. Warum springe ich nicht raus? Nein. Um ehrlich zu sein, ich würde wieder so handeln. In gleicher Weise. Denn Frankreich schwebt in großer Gefahr. König Ludwig war tot. Der Regent, der mächtige Herzog von Waldeck, versuchte, dem kranken Erstminister Rochard die Vorrangstellung zu entreißen. Sein Plan war, Prinzessin Anne mit Philipp von Spanien zu verheiraten. Einem Ausländer. Der Thron war in Gefahr. Also ritten wir nach Paris. Aramis, der Kavalier. Porthos, der Kräftige. Athos, der Gewitzte. Und euer untertänigster Diener, D'Artagnan. Prinzessin Anne soll König Philipp von Spanien heiraten, auf Anordnung des Herzogs von Waldeck. Wir versuchen es am Seiteneingang. Am Seiteneingang? Na los. Wache, meldet Prinzessin Anne von Frankreich, dass D'Artagnan, früher Hauptmann der königlichen Musketiere, um Audienz bittet. Und drei weitere ihrer treuen Freunde. Athos. Aramis. Porthos. Die Prinzessin gibt keine Audienzen. Ihr habt unsere Namen nicht verstanden. Keine Audienzen. Dieser Befehl trifft nicht auf uns zu. Seit wann trägt man hier die Uniform des Herzogs von Waldeck? Seit einer Woche, falls es euch interessiert. Und jetzt verschwindet, sonst stelle ich euch unter Arrest. Halt! Ah, D'Artagnan. Sieh mal an, Graf de Fulier. Festnehmen? Versucht es nur. Widerstand ist zwecklos. Wie ihr seht, seid ihr in der Minderzahl. So ist es uns am liebsten. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht mit euch kämpfen, D'Artagnan. Ich folge einem Befehl des Herzogs von Rochard. Seine Gnaden wünscht euch zu sehen, und das unverletzt. Sein Wunsch ist mir Befehl, Graf Folier. Deshalb werde auch ich ihm folgen. Die Waffen weg, Monsieur. Für heute schonen wir ihr Leben. Zu euren Diensten, Graf. Thank you.
Tretet ein. Bitte. Euer Gnaden. Euer Gnaden. Der Befehl ist ausgeführt. Unser geliebtes Frankreich ist in großer Gefahr und ich rechne mit eurer Hilfe. Meiner Hilfe? Ich weiß, D'Artagnan. Wir waren nicht immer die besten Freunde. Aber in dieser Stunde steht Frankreichs Schicksal auf dem Spiel. Denkt bitte zurück. 20 Jahre. Bis zu dem Tag, als seine Majestät und ganz Frankreich auf den neuen Thronerben warteten. Majestät, an einem solchen Tag hält sich jeder Mann, ob König oder ob Bauer, für mehr als überflüssig. Majestät? Ist etwas geschehen? Nein. Das Kind ist eine Prinzessin. Ein Mädchen. Und die ganze Nation liegt auf den Knien und betet um einen Sohn. Auf manche Dinge hat auch ein König keinen Einfluss. Und nach altem französischen Gesetz darf keine Frau allein auf dem Thron sitzen. Gibt es keinen männlichen Erben, geht er an einen der Cousins seiner Majestät. Den größten Rechtsanspruch darauf hat leider der junge Philipp von Spanien. Ein Ausländer auf dem Thron von Frankreich. Majestät, ein zweites Kind. Ein Prinz, nun doch noch. Eine zweite Prinzessin. Zwillinge, dafür gibt es keine eindeutige Thronfolge. Die zweite Prinzessin muss verschwinden. Die Prinzessin. Verschwinden? Die Hebamme wird das zweite Kind noch heute Nacht aus Paris entfernen und als ihr eigenes aufziehen. Mit ein paar Louis-d'Or versiegeln wir ihre Lippen und sichern das Wohl des Kindes. Niemand anderes weiß davon. Nur sie und ich. Die Hebamme starb vor 2 Jahren. Das Geheimnis hat sie bewahrt. Und das Mädchen? Ihr Name ist Louise. Sie ist das vollkommene Ebenbild ihrer Schwester, Prinzessin Anne. Nach dem Tod der alten Hebamme war ich gezwungen, Louise zu verstecken. Verstecken? Im Verlies des Château de Vallon. Sie trägt eine eiserne Maske. Warum erzählt ihr mir das? Philipp von Spanien und Prinzessin Anne sollen nächste Woche vermählt werden. Jetzt verstehe ich. Und de Valdac wird die Macht hinter dem Thron sein. Die Prinzessin stimmt zu? Darum geht es ja. Anne würde nie in eine Heirat mit Philipp einwilligen. Ihr meint, sie wird dazu gezwungen? Es besteht die Möglichkeit, dass das Mädchen im Palast nicht Prinzessin Anne ist. Und das Mädchen in der eisernen Maske nicht, Louise. Das heißt, Valdac hat von ihr erfahren. Und hat sie heimlich in den Palast bringen lassen. Und Prinzessin Anne? Wir können nur beten, dass sie noch am Leben ist. Ihr seid doch erster Minister. Warum deckt ihr diese Verschwörung nicht auf? Ich bin krank und schwach und in Wahrheit ein Gefangener. Was wollt ihr nun von mir? Findet heraus. Findet heraus, ob Prinzessin Anne noch am Leben ist. Ihr habt nur wenige Tage bis zur Vermählung. Wenn sie tot ist, sind wir verloren. Aber wenn sie noch lebt, dann haben wir die Chance, diesen Verrat aufzudecken.
Frankreich lässt sich nicht in ein paar Tagen durchsuchen. Dafür ist es zu groß. Ich weiß. Aber D'Artagnan hat schon öfter hoffnungslose Aufgaben gelöst. Und woran erkenne ich die echte Prinzessin? Anne von Frankreich hat ein Muttermal. Wo? Seid vorsichtig. Traut keinem Menschen, am wenigsten meinen Männern. Wie bringt man eine Prinzessin dazu, einem dort ein Muttermal zu zeigen? Wenn ich mich nicht irre, sind da die königlichen Gemächer. Wir bitten um Entschuldigung für unser Eindringen. Dieser Dummkopf am Tor wusste nicht, dass euer Befehl nicht für die alten Freunde gilt. Wer seid ihr? Wer wir sind? Kennt ihr uns nicht wieder, Hoheit? Ah, bitte entschuldigt, ich war über euer Eindringen zu verwirrt. Ich habe euch auf meinen Knien gewiegt, Hoheit, wisst ihr noch? Machen! Schnell, die Prinzessin! Weg mit den Degen! Seit wann schlägt man sich in Gegenwart einer Prinzessin? Ein seltsamer Empfang für vier getreue Diener Ihrer Hoheit. Ich glaube, ich kenne diese Spitzbuben. Seid ihr nicht D'Artagnan? Und ihr nicht der Herzog von Valdac? Meine Freunde und ich sind hergekommen, um in den Dienst Ihrer Hoheit zu treten, wie wir schon Ihrem Vater, dem König, dienen. Sie sind über den Balkon eingedrungen. Ihre königliche Hoheit hat keine Verwendung für Fassadenkletterer. Hoheit sind der gleichen Ansicht? Ohne Erlaubnis spricht man die Prinzessin nicht an. Habt ihr höfisches Benehmen verlernt? Das wohl kaum. Aber hier werden neue Sitten eingeführt. Hütet eure Zunge. Wache, schafft diese Männer aus dem Palast. Ihr habt Glück, heute so leicht davonzukommen. Denn euer Verhalten grenzt an Hochverrat. Aber es soll kein Schatten fallen auf die bevorstehende Hochzeit meiner Nichte mit Philipp von Spanien. Entspricht das nicht auch deinen Wünschen, liebe Nichte? Ich warne euch, stellt meine Geduld nicht nochmal auf die Probe. Bringt sie weg. Hoheit. Mein verstorbener Bruder hat diese Männer mit seiner Gunst verwöhnt, das steigt ihnen zu Kopf. Ihr seid so nachsichtig, lieber Cousin. In Spanien wissen wir dem anders zu begegnen. Ja, lass das! Verlier nur Zeit! Und was machen wir jetzt? Ich fürchte, er weiß von unserer Mission bereits. Wir müssen die Stadt verlassen, bevor er die Tore schließen lässt. Schnell! Mein Freund. Immer zu Diensten, Monsieur. Valdacs Männer. Einer vorbeigeritten? Zwei waren es vor einer Minute. In welcher Richtung? Der eine ritt da entlang, der andere dort.
Danke. Ein wahrer Freund seid ihr. Habt ihr gehört? Zwei von Waldacks Männern waren es. Vielleicht Boten für den, der Prinzessin Anne festhält. Wir müssen sie unbedingt einholen. Und kommen so direkt zur Prinzessin. Richtig. Aber Waldack geht kein Risiko ein. Es waren zwei Boten. Wir müssen uns teilen. Porthos, du reitest mit Athos nach Norden. Aramis kommt mit mir. Einer für alle. Alle für einen. Los. Schließ das Tor. Befehl von Herzog de Waldack. Reiter vorbeigekommen. Auf einem grauen Pferd, ja. Wann war das? Vor kurzem, Monsieur. War er in Uniform? Ja. Für dich. Oh. Danke, Monsieur. Da, der Bote. Du folgst dem Hauptweg. Ich nehme die Abkürzung durch die Felder. Gut. Von Chateau de Vallon. D'Artagnan ist unterwegs. Kein Risiko eingehen. Ein Grab ist sicherer als eine Maske. De Waldack. Zu sehen. Er hätte eigentlich schon vor einer Viertelstunde vorbeikommen müssen. Von D'Artagnan ist auch noch nichts zu sehen. Vielleicht ist er schon im grünen Frosch bei seinen Kumpanen.
Reiten wir hin und überzeugen wir uns selber. Warten ist sinnlos. Ich habe Ihre Sattelgurte durchgeschnitten. Bis auf vier. Warum nicht alle? Weil wir vier Uniformen brauchen. Ach, bravo! Da sind sie! Ihnen nach! Nun waren wir passender gekleidet. In Uniformen von Baldack.
Ist das die Straße zum Château de Vallon? Ja, Monsieur, das ist sie. Sind noch mehr Männer in unseren Uniformen dorthin geritten? Nein, Monsieur, ihr seid die Ersten, die heute hier entlang kommen. Sehr gut. Ich fürchtete schon, Sie könnten vor uns angekommen sein. Danke, Monsieur. Aufmachen! Nein, die Tore bleiben bis Sonnenaufgang geschlossen. Nicht für mich. Ich bringe ein Schreiben für Chevalier Laporte. Dringend es morgen. Heda! Ihr werdet dem Gouverneur sofort melden, dass ein geheimer Bote des Herzogs de Valdac eingetroffen ist. Öffnet für den Boten des Herzogs de Valdac. Nur ihr dürft eintreten, Monsieur. Die anderen bleiben draußen. Unsinn. Meine Männer brauchen Essen und Unterkunft. Nur ihr. Befehl ist Befehl. Aber mein Adjutant kommt mit. Das verlange ich im Namen des Herzogs. Nun gut, Monsieur. Aber ihr kommt zu Fuß herein. Folgt mir. Ich kenne Orte, aus denen man sich leichter herausschlagen kann. Erst müssen wir mal rein. Eins nach dem anderen. Herein! Ein Bote des Herzogs von Valdac, Exzellenz. Soll eintreten. Chevalier Laporte? Er bringt eine Botschaft. Kann man ihm vertrauen? Renac! Er hat schon viele Geheimnisse begraben. Stimmt's, mein Freund? Das habe ich ihm doch schon von Anfang an gesagt. Ein Grab ist sicherer als eine Maske. Wie groß ist euer Vorsprung vor D'Artagnan? Der Mann ist gefährlich. Er war es. Erledigt? Diesmal hat er sich eben den falschen Gegner gewählt. Nicht einmal dieser Musketier kann erwarten, dass sein Glück ewig wird. Das ist sehr wahr gesprochen. Nur mein Hauptmann konnte D'Artagnan besiegen. Mir kommt euer Gesicht bekannt vor. Sind wir uns schon einmal begegnet? Man kann von mir nicht erwarten, dass ich mich an jeden im Schloss erinnere. Auch nicht an so hohe Herren wie euch, Monsieur. Bringt mich jetzt zu der Gefangenen. Was? Bevor ihr euren Befehl ausführt, muss ich mich erst der Identität dieser Person versichern. Folgt mir. Bindet sie los und bringt sie mit. Was hast du? Was ist los mit dir? Der Bauer hat mir nicht nur seine Kleidung verkauft. Aufmachen.
Aufmachen! Ich muss den Gouverneur in einer dringenden Angelegenheit sprechen. Er spricht gerade mit einem anderen Besucher. D'Artagnan! Dann ist höchste Eile geboten. Bring uns zum Gouverneur. Ich sag doch, der Gouverneur ist beschäftigt. Das wird dich den Kopf kosten. Hol sofort den Gouverneur her. Schick die Wachen weg. Wir wollen keine Zeugen. Verlasst uns. In dieser Kalkgrube lösen sich auch die festesten Knochen bald auf. Die Maske ab. Wieso? Man kann nie wissen. Vielleicht braucht man sie noch mal. Nimm mir die Maske ab. Lass sie los. Weshalb? Habt ihr hier noch was zu sagen? Jeder Mensch hat das Recht, noch einmal mit seinem Schöpfer zu sprechen. Ach, tu deine Pflicht. Du tust, was ich sage. Sie ist eine Prinzessin von Frankreich. Man muss ihr Zeit geben zum Beten. Kniet nieder. Tötet sie! Du sollst sie loslassen. D'Artagnan. Ja, ich bin's. Nehmt ihn fest! Bring sie raus! Ich halte sie auf! Gleich habt ihr es geschafft, ich helfe euch.
Die Prinzessin! Weiter! Aramis, du bringst die Pferde weg. Machte mir keine Sorgen um Aramis. Diesen Fuchs hatten schon so viele Jäger gehetzt. Ich bin müde, Sherry. Ein andermal. D'Artagnan! Was ist? Guten Morgen, Eure Hoheit. Wo ist D'Artagnan? Hier bin ich. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe mich mal umgesehen. Überall sind Patrouillen von Waldacks Männern. Es wird schwer sein, durchzukommen. Hast du einen Plan? Hab ich, ja. Die Bäuerin, die uns aufgenommen hat, hat mir ein paar Kleidungsstücke geborgt. Unter anderem ein Kleid, das bestimmt etwas... Ein Kleid? Oh, das war doch nicht nötig. Aber ich bin euch trotzdem dankbar dafür. Es ist nicht für euch, Hoheit. Natürlich für Porthos. Eine ausgezeichnete Idee. Sein dicker Wanst lässt sich gut in einem Kleid verstecken. Es ist für dich, Athos. Für mich? Pardon, ich habe einen Bart. Ein Mann mit Bart in einem Frauenkleid, da mache ich mich ja lächerlich. Pass ihn ab. Es ist ein sehr hübsches Kleid. Mit Rüschen. Ich hätte dir einen besseren Geschmack zugetraut. Der Teufel soll dich holen. Aha, und jetzt das hier. Du machst mir Spaß, da passe ich doch gar nicht rein. Das ist für eine Entschuldigung. Irrtum, mein Freund. Das ist auch nicht für dich gedacht. Für euch, Hoheit. Für mich? Ich und den Kniehosen. Entzückend wird das aussehen. Und sie bringen euch an den richtigen Platz zurück. Auf den Thron von Frankreich. Wie Athos füge auch ich mich eurem Befehl. Ich ziehe mich in meine Gemächer zurück. Porthos, du erbst den Sonntagsanzug des braven Bauern. Ich bin sicher, die Rolle eines reichen Bauern wird dir gut stehen. Noch besser nach einem ordentlichen Frühstück. D'Artagnan! Ja? Bei dem Opfer, das ich bringe, möchte ich wenigstens wissen, ob es die richtige Prinzessin ist. Woher weißt du, dass es die ist, die wir meinen? Das sieht man doch. Das genügt mir nicht. Mein armer Schnurrbart schreit nach eindeutigen Beweisen. Wozu noch mehr Beweise? Ihr Muttermal. Du, verlangst du etwa, dass ich... Dass du nachsiehst. Wenn du dich weigerst, bin ich auch nicht bereit, auf meine Manneswürde zu verzichten. Nein, das kann ich nicht. Du kannst es. Aber ich... Einer für alle? Alle für einen. Eure Hoheit! Ja?
Kann ich irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Oh je, wo ist denn hier hinten und wo ist vorn? Wenn ihr erlaubt, dann werde ich es euch gerne... Nein, bitte, das ist nicht nötig. Ich schaffe es schon allein. Ich mache auch meine Augen zu. Bitte bleibt, wo ihr seid. Es ist die richtige Prinzessin. Wolltest du nicht das Frühstück fangen? Daran ist nur der Hunger schuld. Das erste Mal, dass ein Huhn über mich gesiegt hat. Ich traue meinen Augen nicht. Am lauten Lachen erkennt man den hohlen Kopf. Wir bitten um Verzeihung, Madame. Wir haben selten Gelegenheit, so modisch gekleidete Damen zu bewundern. Was soll das? Och, ein bisschen einseitig, nicht wahr? Ein halbes Opfer ist so gut wie gar keins. Also bring es zu Ende. Los. Hoheit? Ja? Von heute an ist euer Name Pierre. Verstanden, Pierre? Ja, Monsieur. Von jetzt an bist du mein Knecht. Mein Diener. Ja. Wir trennen uns jetzt. Wir treffen uns unter der Brücke am Südtor von Paris. Ich reise mit Ihrer Hoheit. Porthos, du gehst mit Athos und... Pass auf, Madame, gut auf. Mit einer Vogelscheuche wie dir gesehen zu werden, wird mein Ansehen nicht gerade heben. Meinen Ruf auch nicht. Euer Gnaden, die Gefangene ist geflohen. Geflohen? D'Artagnan? Kommt entkommen. Ich habe mich persönlich darum... Spart euch die Ausreden für eure Dummheit. Habt ihr Alarm gegeben? Ja, alle Straßen sind gesperrt. Es ist ein böses Missgeschick. Oh ja, am meisten für euch. Wenn dieses Mädchen Paris lebend erreichen sollte, dann wird sie euch hängen lassen. Jeder Zugang wird überwacht, euer Gnaden. Die ersten vernünftigen Worte, die ich höre. Ich kümmere mich selbst darum. Ihr bleibt im Wachhaus, bis ihr neue Befehle erhaltet. Das kann mich einen Thron kosten. Beruhigt euch, Philipp. Habt Geduld. Ich habe jeden Schritt vorausgeplant, auch diesen. Unmöglich, dass D'Artagnan und Prinzessin Anne Paris sie erreichen. Setzt euch wieder hin. Verzeiht bitte die Störung. Ein Leutnant steht draußen vom Château de Vallon. Gibt es Schwierigkeiten? Nichts kann unsere Pläne vereiteln. Wir haben sie nur ein wenig geändert. Wie besprochen, werdet ihr Donnerstag heiraten. Warum denn diese Eile? Eure Schwester ist geflohen. Oh nein. Um euch zu schützen, sorge ich dafür, dass sie verschwindet. Ich habe euch doch gesagt, dass sie euch zum Kerker verdammt hat. Sie ist gnadenlos. Sie schreckt von nichts zurück. Diese Ehe mit Philipp von Spanien ist die Gewähr dafür, dass ihr nichts mehr zu fürchten habt. Vielen Dank, dann möchte ich jetzt nicht länger stören. 10.000 Francs Belohnung für die Gefangennahme und Auslieferung von D'Artagnan und seinen Komplizen. Drei Männern und einer Frau. Oh, mein Haus weiß die Ehre zu schätzen, Monsieur. Und Madame. Mademoiselle. Ja, natürlich, Mademoiselle. Einen Tisch? Ja, den besten des Hauses. Den hier. Es ist etwas hell hier. Oh, ich verstehe. Ihr wollt eine stille, dunkle Ecke für euch und die schöne Mademoiselle. Eine ruhige, dunkle Ecke und Teller voll bis zum Rand. Natürlich, Monsieur, wenn ihr mir folgen wollt. Was darf ich bringen, Monsieur? Was riecht denn da so verlockend? Oh, ein Spanferkel, das Beste des Hauses. Bring es. Ein paar Minuten noch, es ist nämlich... Bring es jetzt und von deinem besten Wein eine große Flasche. Gern, Monsieur. Bring zwei. Bring uns zwei. Was machst du denn da? Das verrutscht dauernd und drückt immer. Wir erregen schon genug Aufmerksamkeit. Frau, wir sollten die Soldaten rufen. Aber sie haben gesagt, die wäre hübsch und klein und nicht wie die da. Hast du
ihre Füße gesehen? Aber der Mann, auf dem passt die Beschreibung genau. Wenn das falsch ist? Denk an die Belohnung, Frau. Wir werden reich, reich. Ich sehe mich mal um. Wir könnten Pferde gebrauchen. Mademoiselle. Ah, zum Wohl. Darf ich euch das? Nein, nein, danke. Wisst ihr, Mademoiselle, ihr habt große Ähnlichkeit mit meiner ersten Frau. Sie war genauso schön wie ihr. Was ihr nicht sagt. Ihr seid ja ein Schmeichler. Nein, nein, ich sage, wie es ist. Ein Anblick zum Herz erwärmen, wirklich. Ihr seid ja ein ganz schlimmer. Der Spanferkel ist ja noch nicht da. Sofort, Monsieur, sofort. Ist schon unterwegs. Wir sollten sehen, dass wir hier rauskommen. Der Wirt hat sich sehr komisch benommen. Nicht komischer als du. Damen schubsen die Männer nicht gleich durch den halben Raum. Er wollte mich woanders hinschubsen. Schon fertig, Monsieur. Bitte sehr. Was ist denn das? Spanferkel. Scheiben? Wer hat was von Scheiben gesagt? Ich will das Schwein. Das ganze Schwein? Und das jetzt gleich. Bring zwei. Mehr Wein. Hey, Wirt. Geh, Uges, wir gehen. Mehr Wein, hast du gehört? Von deinem Besten. Da sind sie, die Soldaten. Na, mein kleines Häschen, hast du schön durch die Gegend gehetzt. Oh, Sergeant. Bis in die Nacht, durch nasse Felder und über Hügel, marschierte die Prinzessin an meiner Seite. Wenn auch ihre Beine manchmal müde wurden, ihr Geist blieb wach. Sie hatte meine Bewunderung. War es wirklich nur Bewunderung? Wir haben Glück, es ist niemand zu sehen. Können wir es wagen? Wir müssen es. Ihr seid völlig durchnässt. Ihr braucht Ruhe und etwas zu essen. Etwas essen. Und denk dran, wenn wir drin sind, rede nur ich. Sicher, D'Artagnan, das tut er doch immer. Es wurde auch Zeit für eine kurze Rast. Hört ihr? Woher denn? Das ist die reguläre Kavallerie. Die wissen nichts von uns. Aber weggehen können wir jetzt nicht an. Hier ist Platz genug. Setzt euch schon hin. Eure Uniform nachzuschließen, seid ihr im Dienst des Herzogs von Valdac. So ist es, Monsieur. Dann werdet ihr mit uns sicher auf das Wohl von Prinzessin Anne gern anstoßen. Etwas später. Oh nein. Das wollen wir sofort machen. Bringt den Jungen mit. Wir haben los! Bringt frei her! Ihr werdet noch früh genug betrunken sein. Wo bleibt ihr? Verdursten. Wein für uns alle. Wein.
Willkommen, Monsieur. Was darf ich euch bringen? Wein und Abendessen, möglichst in Ruhe. Habt ihr keinen anderen Raum? Gewiss. Zieht inzwischen eure nassen Sachen aus. Ich bringe euch was von meinem Mann. Ihr müsst die Soldaten entschuldigen. Sie feiern die große Neuigkeit. Neuigkeit? Was gibt's denn Neues? Habt ihr wirklich noch nichts davon gehört? Unsere Prinzessin Anne heiratet doch Philipp von Spanien. Philipp von Spanien? Ja, hilf mir aus meinen Stiefeln. Wie kann sie Frankreich verraten? Nun mach schon runter damit. Ich hol was zu essen und den Wein. Ihr seid ein Grobian. Mich so zu treten, gehört sich das? Sie sollte keinen Verdacht schöpfen. Das Volk von Frankreich glaubt, ich heirate so eine Kreatur wie Philipp. Schon der Gedanke widert mich an. Aber Hoheit, vergesst nicht. Eine Prinzessin darf sagen, was sie denkt. Ein Diener darf es nicht. Ihr habt ja recht, es tut mir leid. Dann königliches Pardon? In der königlichen Hoffnung, wenn ihr mich das nächste Mal tretet, dass es etwas sanfter geschieht. Den anderen Stiefel, Monsieur. Aber doch nicht, wenn wir allein sind. Ich habe in meiner Rolle noch einiges zu lernen. Eure Hoheit, Hoheit! So, ihr habt also gedacht, ihr könnt mir was vormachen. Ich verstehe euch nicht, Madame. Oh doch, ihr versteht mich sehr wohl. Ich bin nicht so blind, wie ihr geglaubt habt und schon gar nicht so Madame, dumm. Madame, bitte nicht so laut. Damit euer Geheimnis nicht rauskommt. Ja. Wenn eine Börse voll Gold helfen würde... Ach so, ihr versucht mich zu bestechen und dieses hübsche Mädchen hat Angst, dass ich sie verrate. Ach, wo, was für eine Idee. Ich war schließlich auch mal jung und verliebt. Nicht wahr? Ihr werdet uns nicht verraten. Mein Herz gehört nur ihm. Aber Onkel will, dass ich einen Mann heirate, den ich hasse. Ich weiß, genau wie Prinzessin Anne. Gegen ihren Willen wird sie gezwungen, einen Ausländer zu heiraten. Ja, Madame. So ist es leider. Wenn irgendjemand kommen und nach uns fragen sollte... Ach, da fragen die bei mir umsonst. Ob Onkel oder nicht Onkel. Ich gehe. Macht nur weiter, wo ihr angefangen habt, als ich euch unterbrochen habe. Ihr habt schnell reagiert, Hoheit. Mein herzloser Onkel. Ich kann ihm nicht verübeln, wenn er euch als Schwiegersohn ablehnt. Ich weiß manches über D'Artagnan. Er schlägt sich, er spielt, läuft jedem Rock in Paris hinterher. Nur um die schönste von allen zu finden. Eurem Ruf wollt ihr gerecht werden? Nicht dieses Mal. Die Männer sind alle Lügen. Ihr wisst, dass diese Geschichten übertrieben sind. Das Abendessen wird kalt. Na und? Das ist Wahnsinn. Wir müssen vernünftig sein. Ich verstehe. Ich bin nur ein armer Musketier und ihr die Prinzessin von Frankreich, Hoheit. Es ist wirklich Wahnsinn. Verrückt. Ganz verrückt. Das ist es. Von Paris, unser Treffpunkt. Willkommen, Hoheit. Gott sei Dank, dass ihr es auch geschafft habt. Aldachs-Männer haben alle Straßen nach Paris blockiert. Sie untersuchen jeden, der in die Stadt will, als wäre die Pest vor den Toren. Das erschwert es uns. Wo treffen wir uns jetzt, falls wir reinkommen? Wem könnte man trauen? Ich habe eine Schneiderin in der Rue Saint-Georges, Madame Dupré. Sie ist mir treu ergeben. Dann treffen wir uns dort.
den Plank. Nina, zuerst. Ist nichts geschehen, Exzellenz. In wenigen Minuten können wir weiterfahren. Das erwarte ich auch. Seine Majestät König Philipp kennt keine Gnade, müsste erwarten. Der Herzog von Cordoba, Philipps Onkel aus Spanien. Er kommt natürlich zur Hochzeit. Ein feiner Zug von ihm. Er kann uns nützen. Hier entlang, Rohit. Hört mal zu. Ruft nicht nach euren Männern, Exzellenz. Sie hören euch nicht. Portos! Ich komme. Wie lange dauert es noch bis Paris? Etwa eine Stunde, Hoheit. Hoheit? Letzte Nacht nanntet ihr mich an. Es wird nicht mehr vorkommen, verzeiht. Ihr habt gesagt, ihr liebt mich. Am besten, ihr vergesst das auch. Wie kann man denn das? Für euch scheint das ganz einfach zu sein. Hat es euch nichts bedeutet? Das darf es nicht. Wenn wir hier rechts abbiegen, dann kommen wir in die Nähe der Küste. Ich kenne dort ein Gasthaus. Gasthaus? Ihr vergesst unsere Mission in Paris. Und wenn ich gar nicht nach Paris will? Wir müssen aber dorthin. Warum versteht ihr mich nicht? Wir könnten für immer zusammenbleiben, wenn ihr jetzt nur rechts abbiegt. Was sollen wir denn in England? Ein Geschäft aufmachen, eine Schenke genannt Prinzessin Anns Taverne. Und für den Rest unseres Lebens servieren wir reichen Gästen Hammelbraten. Wir kommen gleich zur Kreuzung. Es ist unsere letzte Chance, bitte. Ann. Halt! Halt! Ist etwas geschehen? Nein, halt nur einen Moment. Sag ihm, wir fahren nach rechts. Ann, denk doch mal nach. Ich kann nichts mehr denken. Ihr dürft nicht zurückblicken. Gestern ist vorbei. Denk an morgen. Was würde geschehen, wenn wir jetzt weggingen? Es interessiert mich nicht mehr, wem was geschieht. Philipp von Spanien sitzt auf Frankreichs Thron. Man wird euch hassen dafür. Selbstmitleid bringt euch nicht weiter. Ihr braucht Kraft zum Regieren, Ann. Wir wollen doch keine schwache Frau auf dem Thron. Denkt darüber nach. Warten wir hier noch lange? Jetzt müsst ihr entscheiden, werdet ihr die Kraft haben oder nicht. Eure Antwort an. Nach Paris. Weiterfahren. Nicht doch. Anhalten! Wer ist in der Kutsche? Seine Exzellenz, der Herzog von Cordoba aus Spanien. Passieren! Wir hatten Glück. Die Schneiderin von Prinzessin Anne war ihr wirklich treu ergeben. Mit ihrer Hilfe gelang es uns, einen Plan zu entwerfen. Den Plan, wie wir die Prinzessin in den Palast bekommen würden.
zurück an den ihr gebührenden Platz, auf den Thron von Frankreich. Nimm die Schachtel. Alles andere mache ich. Öffnet das Tor. Madame Depré, lass sie herein. Was soll das? Ich bringe das Hochzeitskleid für die Prinzessin. Idiot. Wer ist das? Meine Näherin. Geh zur Seite. Ich komme schon zu spät zur Anprobe. Komm, Annette. Geht. Bleibt D'Artagnan! Hey! Was denn? Hast du geschlafen? Solltest du nicht diese Wand bewachen an der Leiter hier? Was hat die denn da zu suchen? Da waren verdächtige Geräusche. Sieh mal nach. Gehört. Als wäre ein Tor zugeschlagen. Eure Nerven haben euch einen Streich gespielt. Hier gibt's kein Tor in der Nähe. Moment. Tor? Oh. Der Buchstabe A. Von Prinzessin Anne. Anne? Gebt Alarm! Nicht so eilig, lieber Philippe. Nicht so eilig. Kommt. Seid ihr nicht zufrieden mit eurem Hochzeitskleid, Hoheit? Hm? Ach, das Hochzeitskleid. Doch, es ist wunderschön. Denkt nur, morgen werdet ihr Königin von ganz Frankreich sein. Königin Anne. Königin Anne.
Seid ihr froh darüber, Louise? Ihr wisst es? Sagt es niemandem, sonst holen sie mich und sperren mich wieder in das schreckliche, dunkle Verlies. Wir wollen euch nichts tun. Ihr braucht keine Angst zu haben. Louise. Meine Schwester, die mich betrogen hat, die mich zu einem Leben verdammt hat hinter einer eisernen Maske. Nein. Ihre Hoheit wusste nichts von eurer Existenz, bis sie an eurer Stelle im Kerker lag. Glaubt mir, wir sind in Wahrheit eure Freunde. Liebe Louise, wir wurden beide missbraucht von den Feinden Frankreichs. Du bist meine Schwester und ich würde mein Leben wagen für dich. Bitte glaub es mir. Ich möchte dir ja glauben. Wir werden diese Verschwörung aufdecken. Und wie gedenkt ihr das anzustellen? Ich werde Waldack sagen, dazu werdet ihr nicht mehr kommen. Eine Belohnung ist euch sicher. Ihr, Fiefer von Spanien. Ihr könnt jetzt wählen. Freiheit in Spanien oder den Strick in Frankreich. D'Artagnan, ich hatte euch eine Belohnung versprochen. Nennt sie. Euer Gnaden. Die Ehre, meinem Land in größter Gefahr dienen zu dürfen. Und nicht nur meinem Land, auch meiner Prinzessin. Ist mir Belohnung genug. Dann muss ich wohl selbst eure Belohnung wählen. Wäre das nicht mein Privileg? Gewiss, eure Hoheit. Nennt sie uns bitte. Meine Hand zur Vermählung. Hoheit. Was kann ich denn sonst tun? Ich weiß, ihr liebt mich, aber ihr schweigt, weil ich eine Prinzessin bin. Ich bin untröstlich, Hoheit, aber das darf nicht sein. Das Wohl Frankreichs verlangt einen Prinzen von königlichem Geblüt. Und was ist mit Louise? Muss verschwinden.
Das werde ich niemals zulassen. Monsieur, die Ereignisse dieses Abends dürfen nicht aus dem Schloss hinausgetragen werden. Entschuldigt mich. Danke. Wir sind zu einer Entscheidung gelangt. Morgen geben wir meine Verlobung mit Prinz de Caudray bekannt. Meine Schwester Louise wird Frankreich verlassen und geht nach Amerika. Monsieur d'Artagnan wird sie begleiten, um ihre sichere Ankunft zu garantieren. Euer Schwert, Monsieur d'Artagnan. Kniet nieder. Für eure Verdienste verleihen wir euch den Rang eines Chevalier von Frankreich. Ich fühle mich geehrt, Hoheit. Morgen werdet ihr meine Schwester Louise heiraten. Herein! Madame Louise erwartet euch, Monsieur. Ich komme. Ja, bitte. Ihr habt nach mir geschickt, Louise. Eine Frau schickt nicht nach ihrem Mann. Sie bittet ihn zu kommen. Zu euren Diensten. Darf ich fragen, warum ihr mir seit unserer Heirat ausweicht? Ich bin euch nicht ausgewichen. Ich habe nur euer Privatleben respektiert. Es war ja auch eine Heirat aus Staatsräson. Bin ich meiner Schwester so unähnlich? Aber nein, ihr ähnelt ihr sehr. Sagt mir, warum muss es nur eine Heirat aus Staatsräson sein? Weil ich... Das heißt, dass ihr sie sehr liebt? Mehr als alles auf der Welt. Verstehe. Gute Nacht. Mann!